Wir machen hier einen Dr. Slam, das heißt, dass Ärzte auf unterhaltsam und verständlich erklären, was sie tun. Und zwar in einem Zeitlimit von 8 Minuten, das bisher kein einziger eingehalten hat, aber das war auch zu erwarten. Herr Landmesser, sind Sie vorbereitet? Wollen Sie loslegen? Ja, ab erstmal herzlichen Glückwunsch den beiden Moderatoren. Ich glaube, so eine Stimmung haben wir in diesem Hörsaal noch nicht erlebt. Und ich glaube, wir brauchen sie öfter. Ich darf Ihnen ganz kurz so ein bisschen was berichten oder zeigen aus der Herzmedizin, was Spannendes Neues passiert. Sie sehen, hier wird eine Naht vorgelegt. Ich hoffe, wer Blut nicht sehen kann, muss bitte kurz wegschauen. Aber bei den Kollegen, da wird es noch viel blutiger, glaube ich, bei den Chirurgen. Wir haben eigentlich nur so ein paar Tröpfchen hier. Ne? Wir haben in der Charité das Privileg, dass wir die erste Klinik waren in Deutschland, die einen sogenannten Präzisionseingriff am Herzkranzgefäß durchführen kann, eine sogenannte Precision PCI. Das ist eben dadurch bedingt, dass wir nicht nur die sogenannten Röntgenbilder sehen von den Herzkranzgefäßen, sondern mit einem Laserbildsystem, und ich zeige Ihnen gleich, wie das funktioniert, im Herzkranzgefäß Aufnahmen machen können und sehr genau messen können, wie groß ist das Gefäß, wie groß sind die Plaques in dem Gefäß und viel genauer sozusagen arbeiten können. Und wir führen dieses Gebiet im Moment weltweit an. Das sehen, das heißt es Präzisions-PCI, es wird ganz genau ausgemessen, wie groß ist das Gefäß, und dadurch können wir auch den Ballon und den Stent, den wir brauchen, ganz sicher bestimmen und haben ein kleineres Risiko, dass eben zum Beispiel ein solches Gefäß platzen kann, wenn wir dort mit einem Ballon entsprechend die Verengung aufweiten müssen. Ein anderes ganz häufiges Problem, das hat Herr Hauser eben schon erwähnt bei uns, hat es schon geklingelt, oder? Oh Gott, ich habe es gar nicht gehört, also, aber ich bin auch gleich fertig, dauert nicht mehr lang. Der Oberarzt der Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, wir begrüßen ihn mit einem tosenden Applaus hier auf der Bühne. Ja, stellen Sie sich vor, Sie machen einen Besuch im Restaurant mit Freunden oder Familie und man sagt, das Essen sei dort sehr gut, und dann kommt der Kellner und der bringt Ihnen diese Speisekarte. Das werden Sie sagen, das Gerät sieht eigentlich aus wie ein CT, und da haben Sie auch gewissermaßen recht, weil dieses Gerät kann auch CT und Sie können direkt vor jeder Bestrahlung ein CT durchführen und somit den Patienten auch so exakt lagern, dass die Bestrahlung möglichst präzise erfolgen kann. Also, was ist jetzt das Beste an dem Gerät? Dass es in 2 Monaten hier stehen wird als eines der ersten Geräte dieses Bautyps hier in Europa. Und jetzt werden Sie auch wissen, was das mit dieser Speisekarte zu tun hat. Manchmal im Leben haben Sie halt die Qual der Wahl. Sie haben die Wahl zwischen 2 unterschiedlichen Therapieverfahren, die im Grunde gleich gut, die ein unterschiedliches Nebenwirkungsprofil haben. Und dann brauchen Sie jemanden, der Sie beraten kann und Ihnen das Fachchinesisch übersetzen kann. Vielen Dank. Ja, schönen guten Tag. Daniel Rieke ist mein Name. Ich bin einer der Ärzte der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie hier am Campus. Wir sind ja gerade schon in den Bereich der Onkologie gegangen, also der Tumormedizin. Ich komme jetzt aus dem Bereich, der sich um die internistische Therapie, also die Medikamente, kümmert, wie man Tumore behandeln kann. Und ich habe mir gedacht, wenn man einen unterhaltsamen Vortrag führen soll, dann kombiniert man was Unerfreuliches wie die Onkologie mit was Kompliziertem wie die Immuntherapie, um möglichst das ganze Publikum mitzunehmen. Ja? In dieses System bringen wir jetzt das Immunsystem rein. Und das Immunsystem ist in dem Fall eine T-Zelle, also eine Zelle des Immunsystems, und diese T-Zelle fährt durch den Körper hindurch und liest die ganze Zeit Zellen ab, ein bisschen wie der Kameramann hier vorne, der scannt die ganze Zeit, gehören die Zellen zu uns. Und wenn die T-Zelle mit ihren beiden T-Zellrezeptoren an den Zellen vorbeigeht, sieht sie hier vorne, das ist eine normale Zelle, die gehört zu mir, damit bin ich zufrieden. Wenn sie jetzt aber auf eine Zelle trifft, die veränderte Proteine hat, Thiene hier oben, dann wird die Zelle sauer. Und die Zelle greift an. Und diese Interaktion, dass die Tumorzelle von der T-Zelle erkannt und zerstört wird, ist eine Sache, und ich weiß nicht, ob Sie jetzt so langsam schon den architektonischen Bezug ahnen, die vor über 50 Jahren schon genial vom Architekten vorhergesehen wurde. Wir hatten ein sehr, sehr spannendes Vorgespräch. Sie haben relativ früh gesagt, krempeln Sie gleich mal einen Arm hoch. Machen Sie das mit allen Patienten, dass Sie zuallererst überprüfen, ob aufgrund von familiärer Vorgeschichte eine Gefahr für Bluthochdruck besteht? Tja, leider muss man das.
Weil wir haben ja viele Patienten im Alter, entwickelt faktisch jeder einen Hochdruck. Ah. Das muss man dann einfach mal messen. Das ist nichts Gefährliches, auch keine Charakterschwäche. Werde ich Ihnen gleich erzählen, dass man nicht böse sein muss. Man macht gerade keinen Sport und isst zu viel Salz. Das werde ich Ihnen gleich erklären. Sie kennen mich schon zu gut. Mhm. Ich danke. Wir haben darüber gesprochen, ne? Ja, ja. Ich gehe jetzt mal hier schon beiseite. 8 Minuten für Herrn Professor van der Giet. Können Sie sich ja fragen, warum haben wir überhaupt Bluthochdruck oder Blutdruck überhaupt? Das ist ganz einfach zu erklären. Das Herz kann sozusagen nur einmal pro Sekunde schlagen und setzt dann Flüssigkeit frei. Normalerweise würde diese Flüssigkeit freigesetzt werden und irgendwann wäre der Blutdruck würde der wieder abfallen auf null. Der Körper hat aber gesagt, nee, das muss ich umgehen sozusagen, weil ich will ja kontinuierlich durchblutet werden. Das ist fürs Hirn wichtig, ne? Wir brauchen permanent Durchblutung. In Berlin-Mitte sozusagen, da wo der Reichstag ist, ist die Frage, ob diese Prinzipien dort auch stimmen, das weiß ich nicht. Bei jungen Menschen ist das so, jedes Mal, wenn das Herz schlägt, dann passiert das hier mit diesem Ring, wird ein Teil des Blutdrucks aufgenommen, das ist schön elastisch, und wird in der zweiten Phase des Blutdrucks wieder zurückgegeben. Und somit haben wir von einem pulsatilen Fall plötzlich eine kontinuierliche Durchblutung. Wenn Sie jetzt altern, brauchen Diabetes haben, also Zucker, dann wird diese Hauptschlagader immer fester. Die kann sich nicht mehr dehnen. Die Konsequenz ist, was passieren muss, dass dieser Blutdruck ansteigt. Denn er wird nicht mehr gefiltert wie bei einer Feder. Diese Hauptschlagader ist hart und jeder Blutdruck wird ungefiltert durchgegeben. Auf der Station der Urologie bei Herrn Fuller ist mir aufgefallen, dass da ganz wenig Hektik herrscht, sondern die Leute wirken alle fröhlich, zufrieden und ausgeglichen. Woran liegt das, Herr Professor? Ja, wir sind alle eigentlich sehr entspannte Ärzte. Die Urologen haben wenig Notfälle. Ja, das sorgt für Entspannung. Und deswegen können wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich die Behandlung von Krebserkrankungen zum Beispiel. So, was ich Ihnen zeigen möchte, ist ein sogenannter Da Vinci-Operationsroboter. Das ist ein neu entwickeltes Gerät, das es so 20 Jahre schon gibt, kommt aus den USA. Und erlaubt es einem Chirurgen, entspannt an einer Konsole zu sitzen und wie mit Joysticks Instrumente zu bewegen, die im Körper des Patienten sehr präzise Schritte vollführen. Und das Ganze passiert innerhalb von 2-3 Stunden. Nach dieser OP ist der Urologe, kann er dann entspannt mit seinen Kollegen Kaffee trinken gehen oder Mittagessen gehen und der Patient ist geheilt. Wir freuen uns auf den geschäftsführenden Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Dr. Kai Lehmann. Ja, waren Sie alle schön im Urlaub? Sommer war toll. Ja. Jetzt mal Hand aufs Herz, einmal kurz die Hände hoch. Wer von Ihnen ist völlig entspannt, wenn er da im Flugzeug sitzt, kurz vorm Start und aus dem Fenster guckt? Wer ist völlig entspannt? Das sind doch einige. Ich hebe auch meine Hand. Ich habe ehrlich gesagt immer so ein bisschen, Sie kennen das, man hat so ein bisschen ungutes Gefühl. Nachdem ich für den Vortrag recherchiert habe, ist das vorbei. Operationen sind mittlerweile weltweit überall verfügbar und wir operieren mittlerweile über 300 Millionen Patienten im Jahr. Jetzt hat auch leider die Chirurgie ihre eigenen Flugunfälle. Bei dieser hohen Anzahl von Operationen gibt es ca. 1 Million Todesfälle jedes Jahr weltweit. Und man vermutet, man schätzt, dass etwa die Hälfte davon unter optimalen Bedingungen vermeidbar wäre. Jetzt kennen Sie ja alle solche Checklisten, Sie kennen das. Nach der Arbeit schnell noch in Lebensmittelladen, bevor der zumacht, zu Hause Milch vergessen, Haussegen hängt schief. Da nehmen wir solche einfachen Einkaufschecklisten. In der Luftfahrt ist eine richtige Wissenschaft. Die können sich nur mit Checklisten beschäftigen, und zwar ganze Institute. Es gibt so bestimmte Punkte, auf die man da achten kann. Kommunikation ist in so einem komplexen System, wo viele Menschen arbeiten, immer ein wichtiger Punkt. Und mit diesem Wissen ist dann die erste Checkliste für Chirurgen gestaltet worden. Das ist die Version, die wir an der Charité benutzen. Wir haben da relativ früh mit angefangen. Jetzt ist das ja alles gut und schön, aber Sie kennen das. Wir machen Sachen in der Medizin nur dann, wenn man auch beweisen kann, dass das funktioniert. Und das hier ist die bahnbrechende Studie. Also wenn Sie es hier in dieses New England Journal of Medicine geschafft haben, dann haben Sie es wirklich geschafft. Und die haben in dieser wissenschaftlichen Studie 10 Krankenhäuser rund um die Welt genommen. Erste Welt, USA, Kanada, aber auch Philippinen und Jordanien. Und haben untersucht, was nach Einführung dieser ganz simplen Checkliste passiert. Und das Ergebnis war mehr als überraschend, muss man sagen. Die Sterblichkeit ist glatt halbiert worden, von 1,5 auf 0,8%. Sodass man zusammenfassen kann, diese Sicherheitscheckliste sieht einfach aus, ist aber sehr durchdacht, ist hocheffektiv und wird weltweit benutzt. Und so kann man Sicherheit abhaken. Vielen Dank.
alle, die jetzt neu dazugekommen sind, ich sage es nochmal, Sie sind jetzt gefragt, weil jetzt müssen Sie den Sieger oder die Siegerin küren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Dr. Rieke, der Immuntherapie mit Onkologie wie Pest und Cholera kombiniert zu maximalem Genuss, der Proteine zu Proteinen ändert und T-Zellen im Gebäudegrundriss erkennt, selbst wenn sie schlafen, um ihnen dann heimtückisch ein Loch in die Brüstung zu schlagen, heute hier gewinnen soll, applaudieren Sie bitte jetzt! Herr Dr. Lehmann, der letzte Kandidat in der Reihe, der sich irritiert zeigt, dass er eine Position besetzen muss, in dem Fall die letzte, der also völlig entspannt im Flieger sitzt, weil Piloten immerhin halb so lange ausgebildet werden wie der durchschnittliche Charité-Chirurg, dessen Operationen fast so komplex sind wie Kindererziehung, aber nie daneben gehen, und der dank seiner OP-Checkliste nie mehr die Milch vergisst, Haussegen gerettet. Heute hier gewinnen soll, applaudieren Sie bitte jetzt! Aber jetzt wird es wirklich schwer. Jetzt wird es schwer und ich denke mal, zwei von der Intensität her haben sich herauskristallisiert am Ende, oder? Ich würde sagen, wir danken Herrn Professor Landmesser. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Landmesser. Wir danken Herrn Dr. Gollrath, Herrn Professor van der Giet, Herrn Professor Fuller. Vielen, vielen Dank. So, jetzt hatten wir vorhin auch die Frage, wollen Sie es auf ein Stechen ankommen lassen, dass Sie sozusagen die Intensität des Applauses einen entscheidet, oder wollen Sie, dass beide zu gleichen Teilen gewinnen? Dann haben wir zwei Sieger, meine Damen und Herren. Herzlichen Glückwunsch!